Game Studio. Dive into our world of games. This rocking makes me nauseous. Could be worse. I must stop thinking of bad things. Or what's this? Tsunami? The Island Castaway. Und damit herzlich willkommen beim neuen Let's Play auf meinem Channel. Wir spielen, oder wir testen erst einmal, The Island. Und die Musik ist sehr laut. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Ich hoffe, man hört mich. Ja, es ist ein Spiel. Ich habe eigentlich nicht wirklich viel Ahnung, worauf ich mich hier einlasse. Oh, ich kann gar nicht meinen Kanal nehmen. Na gut, dann nehme ich meinen richtigen Namen. So, da wäre ich schon. Kann ich die Musik ein bisschen leiser stellen? Geht das? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Musik ist ein bisschen sehr laut auf meinem Ohr. Ja, gut. Soundlautstärke kann so bleiben. Na dann. Fertig. The Island, Castaway. So ein bisschen nach Tom Hanks, dem Film. Der großartige Film mit Tom Hanks. Vielleicht angelehnt. Ich bin gespannt, worauf wir uns hier einlassen. Es soll ein kleines Survival-Spiel mit Story und ja, ich bin gespannt. Wir werfen uns mal rein und testen mal dieses Spiel, wie es so ist. Und ich rede gar nicht drum rum, ich sage einfach mal viel Spaß und ich hoffe mal, wir haben ein bisschen Spaß. Also, wir starten und gehen rein in The Island Castaway. Wird geladen. Ich hoffe, es läuft ganz gut, hoffe ich. Der Chat ist geladen, um zu gucken, ob alles gut läuft, aber bis jetzt, glaube ich, ist alles gut. Okay, Teil 1, Albtraum. Ich glaube... What a strange place. Tja, komisch. Ein seltsamer Ort. Feels like a bad movie. Ja, die ganzen komischen Figuren, die da rumstehen. Knife? What are you gonna do with the knife, Nick? Sorry, baby, but this is the only way to get off the island. Ein einziges Messer. The only way? You're crazy. Allerdings. No! No! Is he serious? What's going on here? Gestrandet. So much for a vacation. Tom, 32 years old. Tom sells cars and he's good at it. He tries his best in everything in his life and often succeeds. Of course, it's tiring to live such a life. After pulling off a big deal, Tom decided to take a much needed vacation. Wir sind also der Autoverkäufer, so wie es ausschaut. Und gut, dass wir hier schon eine Stimme haben, die uns alles erklärt. Where am I? Und ich muss jedes Mal die Maustaste drücken, um ein weiteres Dialoggespräch, ja, wie man sehen kann, zu starten. Looks like a cliché tropical island. I'm gonna look around. Ich sage ja, Stranded Deep, Strategiespiel. Ja, der Oststrand. Aha, so spielt sich das Ganze also. Ah, Krabben haben wir auch. Oh, wie geil ist das denn? Oh, wir können uns schon ein bisschen was nehmen. Eine Perle, eine Muschel, eine Kiwi. Oh, wie geil animiert. Das ist schon sehr cool. Wir sammeln uns mal ein bisschen was. Ah, da steht schon einer. Okay, wir können reden. Okay, aber ich sammle erstmal ein bisschen weiter. Gucken wir uns mal. Hier gibt es auch viele Krabben. Alter Schwede.
Hier gibt es eine Menge Krabben. Und Bananen. Macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Ich bin gespannt, wie das Spielgeschehen nachher sich hier noch entwickeln wird. Wir rennen erstmal ein bisschen rum und gucken uns mal die Welt ein bisschen an. Okay, es gibt eine Größe. Aha, man kann also hier hochgehen. Okay, wir haben schon die Grenze erreicht, glaube ich. Weiter kommen wir nicht. Okay, das ist alles. Das ist die ganze Insel. Oh, guck mal da. Ein Stock. Ein Ast. Da freue ich mich, ein Ast. Das ist Inventar, ne? Drei Äste, Kokosnüsse. Aber die Musik ist ja cool. So richtig entspannend. Oh, sie fallen vom Baum, kann das sein? Ich glaube, die Früchte fallen vom Baum. Aber die Musik ist echt cool. Okay, wir reden mal. Wen haben wir denn da? Tom! You're alive. Jawohl. Achso, ich muss erst wieder drücken. John, 40 years old. John is a linguist and specialist in dead languages. Könnte vielleicht interessant werden. He can sometimes act absent-mindedly. He has studied ancient writings for many years. One day, the academic senate decided to send him to the research center in Oceania. John was not a happy camper about this. Einer, der tote Sprachen spricht, rein zufällig, für den Fall, dass wir hier irgendwelche Ureinwohner treffen, könnte vielleicht nützlich sein. John! Are you shipwrecked? Remember the giant wave? Ja, aus dem Vorspann. Ein Tsunami. Oh yeah. That's when I hit my head. There are more survivors. Let's find them. Okay. Na dann. Oh, guck mal hier. Viele Leute. Yeah, one more survivor. Er hier. Okay. Nick. 28 years old. Nick is a sailor who cooks. Nick is an orphan. Or at least he thinks so. He's been a sailor since he was young. He likes to joke around. And he also thinks he's a ladies man. Oh ja, liebe Frauen, das ist euer Traummann. Vor allem, er kann kochen. I know you. Are you Nick? Yes. Where have we met? In my dream, there was a woman. Solange er nicht die Frau war. Never mind. I must be delirious. So you've bared a lot. Stop yapping already. Huch. We need to set up a camp. Winnetou, bist du's? Winnetou nach einer fehlgeschlagenen Diät. Mike, 48 years old. Ach. Mike is a Native American who has never left his home until now. He wanted to see the world, so he went on a voyage. Okay, die haben also eine bunt gewürfelte Gruppe hier. Okay, wir wollen mit Nick reden. How's your head? No dizziness? It means you haven't lost your brains. Arschloch. Eat something. You'll feel better. Okay. Want a banana? Wir haben ein Tutorial vor uns. Doppelklick auf die Banane zum Futtern. Gut, dafür gut sammeln. Das Geräusch. Okay, wir haben gegessen. Stellt Nahrung her. Und die Lady da oben braucht unseren Rat. Nicole, 30 years old. Nicole is a kind and caring person. She's a pediatrician who devotes her life to kids. She also spends a lot of time with Girl Scouts. Okay. Nicole ended up on the boat by chance when her friends gave her a cruise for her birthday. Die könnten noch nützlich sein. Eine Kinderärztin, also eine Ärztin allgemein. Und dann noch Pfadfinder. Also ich glaube, die könnte unsere beste Freundin werden. Unsere beste, ja, unser Schatten. Die Tom? Muss... I'm Nicole. Hey Nicole. Everyone's soaking wet and freezing. We need to make a fire. Goodness, I hope no one gets a cold. We have no medicine, not even a thermometer. Ein Fieberthermometer ist ja auch genau das Wichtigste zum Überleben. Man kann damit zwar Fieber herausfinden, aber bekämpfen nicht. Hauptsache, ein Fieberthermometer muss da. Na gut, Medizin ist der zweite Schritt hier, wenn man sehen kann. Eigentlich hätten sie es erst hinschreiben sollen, Medizin und dann Thermometer, weil es ist nicht... Ich meine, Fieber kann man durch Hand auflegen vielleicht irgendwie herausfinden, aber naja. There should be some dry wood around here somewhere. Waves usually leave things on the beach. Free would be enough for the fire.
Und rein zufällig liegen hier schon ein paar Äste rum. Die lagen vorher nicht da, oder? Zack. Und da ich ja schön munter sammle, habe ich ja schon einige Äste. Ich bin Egoist, ich sammle alles auf, was hier ist. Okay, also Essen scheint es hier genug zu geben. Okay, wir reden mal mit Nicole. Wir haben ja ein paar Äste. Thank you. My hands are numb. Wovon denn? Hättest auch so greifen können. I'll make a fire right away. Ja, natürlich. Hast du ein Feuerzeug? Das ging flott. Minus 3 Ast. Da freue ich mich einen Ast ab. Guck mal, sieht aus wie bei Stranded Deep, ne? Mit dem Steinrand hier. Und ich sollte nur Stöcker sammeln, keine Steine. Wo haben die Steine her? Okay, wir haben Feuer gemacht. Und die legt sehr schnell nach, muss ich sagen. Kann ich reden? Nein. Ich kann nur mit bestimmten Leuten reden. Okay. Okay, wir reden mit dem Professor. We need a tent. We can use the lifeboat's canvas as a roof. We just need logs. Okay. Baumstämme. If you find four pieces, please bring them to me. Okay, hier stehen überall Baumstämme. Die stehen allerdings noch ein bisschen senkrecht nach oben. Das heißt, wir brauchen eine Axt. Wir brauchen eine Axt. Und ich sollte was essen. Bisschen schneller. Ich esse nochmal einfach mal ganz kurz was. Und noch mal ein bisschen Vitamine anzueignen. So, liegen denn jetzt zufällig ein paar Baumstämme rum? Ich sehe hier nur Äste. Aber wir sammeln sie trotzdem ein. Irgendwie schon interessant, das Spiel. Schon sehr interessant. Ich sehe nur Äste. Da ist ein Baumstamm. Rein zufällig liegt da ein Baumstamm. Okay, alles klar. Aber das macht irgendwie Spaß. Mit dem Story-Element hier und so. Alles aufsammeln. Ich bin da gierig. Noch ein Baumstamm. Okay. Aber die Musik ist am besten, finde ich. Ist richtig schön liebevoll gemacht. Auch für Kinder. Ach, jetzt kann man hier kann man ja plötzlich drüber gehen, ne? Da oben ging es nicht, aber hier kann man durch Wasser warten. Okay, wir brauchen noch einen Baumstamm. Oh, jetzt geht noch weiter hier. Die Insel ist größer. Huch! Ey, ein Frackteil. Wir erkunden die Insel. Cool. Vor allem die animierten Krebse hier. Zitrone für die Vitamine. Okay, da geht's nicht weiter, oder? Okay, ich muss essen. Okay. Geht die Energie wieder nach oben? Okay, wir haben eine Ausdaueranzeige, die Energie geht nach oben. Okay, alles klar. Ich muss also, um schneller das Herz füllen zu lassen, muss ich wohl Vitamine essen. So. Das ist eine Höhle, ne? Okay. Wir kriegen also auch Fackeln. Dann kommen auch Höhlen. Wahrscheinlich kommen wir dadurch auf eine andere Seite der Insel, kann natürlich sein. Wenn hier schon Hauptstrand steht. Ist das bestimmt noch nur ein kleiner Teil der Insel, vermute ich mal. Ist aber ein nettes Spiel. Guck mal da, die ganzen Früchte. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Gehört alles mir, alles meins, alles meins. So, einen Baumstamm brauchen wir noch. Ein Stämmchen, da liegt er noch. Rein zufällig liegt da noch ein Baumstamm. Diese. Wie geil. Okay, alles klar. So, er geht ein bisschen langsamer. Macht aber nichts. Vor allem, wie kriegt er die Kokosnüsse auf? Der hat gar keine Waffe dabei. So, Professor, wo bist du? Da ist noch ein Baumstamm. 4 von 4 kann ich mitnehmen. 5 von 4. Perfekt. Wer weiß, wozu wir es brauchen. So, da ist das Camp. Und dann müsste der Professor nicht weit sein. Hey, Chef. Thanks for the logs. Can you help me set up the tent? I'm not good at it. Ja, kann ich tun. Beim Aufstellen helfen. Oh, okay. Wo haben die Plane her? Thank you. Wo haben die Plane her?
Pokalraum. Du bekommst einen Goldpokal. Yeah. Geil. Cool. Darf ich raten? Da kann ich dran... warum habe ich den Pokal jetzt hier? Was? Was? Perlensammler, Schatzjäger, Fischer, Krabbenjäger, Eberjäger, Schlangenjäger, Marathonjäger, Holzfäller, Marathonläufer natürlich. Marathonjäger ist auch nicht schlecht. Holzfäller, Händler. Händler? Aha, dann gibt es also wahrscheinlich auch Eingeborene, wo dann wahrscheinlich mit handeln können. Ein ganzes Zelt, nur für Trophäen. Das ist auch sowas von. Na gut. Wir sollten aber trotzdem uns mal ein bisschen... So. Ein bisschen Futter aneignen. So, der große Manitou, Manipu, Winnie Pooh möchte unsere Hilfe. There was a box of tools on the lifeboat. Maybe it was washed ashore. Okay. Okay. I'll try to find it. Okay. Ein Rettungsboot. Vielleicht da unten. Eine Kiste. Okay. Vielleicht da, wo die anderen Frackteile sind. Vielleicht da, wo die anderen Frackteile sind. Ich sollte nicht so, ich sollte ein bisschen mehr hier klicken. Dann kann ich die Energieanzeige ein bisschen besser unter Kontrolle. Ach, da ist sie ja. Rein zufällig liegt sie da in der Ecke. Und schon habe ich sie. Wunderbar. Was passiert, wenn ich draufklicke? Nein, nix. Okay. Was haben wir hier? Zu erledigen. Ah, man kann also mehrere Aufgaben annehmen. Okay. Perlensammler. Ich möchte die Trophäe haben. Aber es ist ein interessantes Spiel. Cool. Ich brauche Nahrung. Ja, du brauchst nur Nahrung. Die anderen beklagen sich auch nicht. Yes, this is the box we need. Fishing line, hooks. Here, the rod is ready. Eine Angel. Do you know how to fish? Ja, Frauen angeln kann man vielleicht, aber Fische? A little. Don't forget the bait. Was für ein Köder? I'll go look for a shovel in our stuff. Who Ach knows? So, jetzt müssen wir, mal Würmer graben. Neues Werkzeug, Angelrute. Du kannst jetzt angeln. Benutzung? Du brauchst Köder zum Fischen. Das heißt, wir müssen graben, um Würmer zu fangen. Dann grabe an einer weichen Stelle mit deiner Schaufel nach Köder. Wirf die Leine beim dunkelblauen Wasser aus. Warte, bis der Fisch beißt und klicke dann mit links, um ihn an Land zu holen. Das sollte einfacher sein als bei Stranded Deep. Okay. Wir versuchen es mal. Was haben wir denn hier? Zum Graben. Man kann damit auch Sachen einpflanzen zum Essen. Okay. Ah, guck mal hier. So kann man auch Krebse jagen. Mit so einer Falle. Okay. Alter. Was? Okay. Ich glaube, wir simulieren hier ein bisschen Gilligans Insel. Wenn sie demnächst hier so ein Auto haben... Aus Baumstämmen und Kokosnüssen. Dann haben wir hier... Dann sind wir Gilligan. Aber interessant, ne? Okay, Axt. Eine Axt weiß ich nicht. Haben wir eigentlich eine Axt? Haben wir noch nicht. Okay, die Axt... Die Angel ist hier. Okay. Die Schaufel wäre nicht schlecht. Wo ist denn die Schaufel? Gibst du mir auch die Schaufel? Wo kann ich nur angeln? Weil ich habe doch gar keinen Köder. Ja, ich... Okay. Ja, diese Nichtsnutze, ne? Diese untätige Nichtsnutze. Ach, die Frau will was von mir. Die Frau möchte was. Dann gehen wir mal so hier hin. Hey, I Darling. Wrong, but I don't think Nick is a sailor. I mean, he's not a real sailor.
I peeped in the ship's kitchen and saw him in there. Okay, er hat ein Geheimnis. It's important to have a good cook on board. Oh, da ist Indiana. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt... was? Beide wollen mit mir reden. Na gut, Winnie Pooh. Winnie Pooh. I didn't find a shovel in our things. It must be in another box. Aha. With equipment. Okay, das sagst du mir jetzt. Hättest du mir gerade sagen können. Look around the shore. Who knows? Na gut, eine weitere Kiste müssen wir suchen. Aber wir gucken erst einmal, was der Doc von uns möchte. Und wir müssen mit den... Wer auch immer du bist, reden. Nick, do you know how to cook? I was taught in the Navy. Ein Soldat. But I'm not gonna help you with the prods. Natürlich nicht. Hab ich nicht erwartet. Deal. How do I start? Catch a fish. I'll show you how to grill it. Okay. Das passt ja. Das dreht sich alles so, ne? Ja. Dreht sich alles so, was wir so brauchen. Wir brauchen eine Angel, wir brauchen einen Fisch. Dann können wir mit ihm was machen. Wo ist denn der Doc? Huch. Willst du mich verarschen? Das ist die Karte? Das ist die Karte. Und da ist die Höhle. Lass mich raten, durch diese Höhle hier kommen wir dann weiter in dieses Gebiet. Und die Musik ist immer noch sehr, sehr cool. Geil, Alter. Wo ist denn der Doktor? Wo bist du denn? Nick? Nicole? Mike? Das ist Nick, glaube ich doch. Ne, das ist nicht Nick. Wo ist denn der? Ach, da ist John. Da hinten. Okay. Wollen wir mal gucken. So, Essen. Ich esse erstmal nichts so viel, solange ich da noch ein bisschen Balken habe. Was ist das? was? Was zum Teufel? Look at what I found. Das war gerade nicht hier. Das war gerade noch nicht hier. Das hast du da hingemalt. What's that? This is ancient writings. A letter. Ein Telegramm. Hm? Da ist eine Briefmarke drauf. A letter? What does it mean? No idea. But I'll figure it out. Okay. Na gut, wir müssen eine Kiste finden. Ich glaube, wir essen mal ganz kurz was. Ein bisschen Mischung. So. Ein bisschen fit machen. So. Haben wir uns verdient. Wir sollten aufpassen mit unserer Lebensenergie. Wir müssen fit bleiben. Ich brauche einen Köder. Dafür brauche ich aber erst eine Schaufel. Und da ist sie ja, die Kiste. Da ist bestimmt die Schaufel drin. Oder ein Überraschungsei. Beides ist möglich. Ein bisschen was zu futtern einsammeln. Hier scheint ja immer wieder was zu futtern rumzuliegen. Also verhungern tun wir, glaube ich, nicht. Das ist ganz gut. Also ist ein richtiges Kinderspiel. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel. Das gefällt mir sehr gut. Das kann ich sehr empfehlen bis jetzt. Macht echt Spaß. I found the box. It has a lot of rubbish inside. It's not rubbish. These are tool parts. Ja. Give me a minute. I'll find the right parts. Du als Indianer weißt das natürlich. Here's your shovel. Dankeschön. Ja, dankeschön. Thanks. Wir haben eine Schaufel gefunden. Na gut. An eine weiche Stelle gehen mit linker Taste. Na gut. So, weißt du, wenn ich jetzt da draufklicke? Kann ich die jetzt irgendwie markieren? Bronzepokal. Marathonläufer. 1 Kilometer gelaufen. Aha. Okay. So kriegen wir hier und da dann doch... Ach, ich kann nur diese braunen... Ach, hier kann ich nur graben. Ich kann nur hier graben. Hier natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, ich kann nur hier graben. Natürlich. Klicke aufs Wasser, um zu fischen. Okay. Okay, ist einfach gehalten, das Spiel. Damit das auch jeder kann. Geil. Auch cool gemacht. Warte, bis ein Fisch anbeißt. Okay, ich habe zu schnell geklickt. Scheiße.
zu früh eingeholt, okay. Ich darf nicht so schnell gehen. Ach, fick dich, Spiel. Okay, ist genauso. Oh, zu schnell geklickt, was? Alter. Es ist fast genauso wie bei... Nein, ich brauche einen neuen Köder. Alter, nein. Okay, es ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Oh nein, ich hab's gewusst. How are you making out? Not very well. Okay, das Angeln ist doch nicht so einfach, wie ich mir das so gedacht habe. Lass mal kurz gucken. Angeln, also. Köder. Angeln. Wirf die Leine beim dunkelblauen Wasser aus. Warte, bis der Fisch beißt. Und klicke dann mit links, um ihn an Land zu holen. Okay, da steht aber nicht, wie schnell. Da ist noch einmal. Ich brauche Energie, natürlich. Ich muss erst essen, natürlich. Ein bisschen Energie. Und nun können wir graben. Oh, Alter, was? Ich habe einen Köder. Ich habe einen Köder. So. Jedenfalls kriegen wir jedes Mal einen Fisch. Zu schnell geklickt. Willst du mich eigentlich verarschen? Und der Köder ist weg. Alter, willst du mich verarschen? Wie schnell geht denn das? Das ist ja nicht wahr. Das ist ja wohl ein Hohn. Das ist ja wohl ein Hohn. So, dann buddel mal weiter. Okay. Wir schaffen es schon. Zu schnell geklickt heißt das. Zu schnell geklickt. Zu schnell geklickt? Alter! Willst du mich verarschen? Und der Köder ist weg. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich bin wieder sehr intelligent. Ich bin wieder äußerst gut in dem Spiel. Ist das schön. Okay, ich lasse mir jetzt ganz viel Zeit. Und da ist noch ein Köder, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin. Kein Köder gefunden. Toll. Ich kann nur einen Köder. Ich lasse mir jetzt viel Zeit. Ich habe einen Fisch. Ich habe einen Fisch. Halleluja. Ich habe einen Fisch. Okay, man muss sich sehr viel Zeit lassen, den Fisch einzuholen. Sehr viel Zeit. Okay. Aber ist ein sehr gutes Spiel bis jetzt. Muss ich sagen. Macht Spaß. Jetzt macht Spaß. So, wir sammeln mal ein paar Zitronen ein. Ein bisschen Vitamine. Vitamin C. Und wir suchen mal den guten Nick, der uns was beibringen wird. Hoffe ich. Und mal, das Loch ist wieder zu. Great. Everything is simple. Würze. Es ist ja auch sehr wichtig, in dieser Welt an die Würze zu denken, ne? Ein bisschen Zitronensaft obendrauf zum Garnieren. Ist ja nicht wichtig. Also einfach nur Fisch zum Essen, um den Hunger zu stillen. Nein, es muss der Geschmack da sein. Alter, wie gut, dass wir hier zufällig Zitronen überliegen haben. Ich habe Zitrone. Don't forget to show me what you get. I'm not gonna revive you if you poison yourself. Pff, Arsch. Grillfisch. Aha. Feuer. Kochen. Okay, muss näher zum Feuer gehen, okay. Okay, das ist realistisch. Das ist realistisch. Jetzt kann ich... Ah, kein... Komisch, ich sehe gar kein Hühnchen. Das ist Fisch. Ah, okay. Das hat er auch das grüne Feuer hier markiert. Also, okay. Bronzepokal. Okay, ich bin nicht der Beste, aber immerhin kriege ich einen Pokal. Immerhin kriege ich einen Pokal. Wir spielen das erste Mal, also von daher kann ich schon mal nur Bronze kriegen. So, Grillfisch. Das heißt, ich kann mit Nick reden. Ich kann ihm mal den Fisch geben. Here's the grilled fish.
Very good. For the first time. For the first time, uh-huh. This meal is more nourishing than fruit. It gives you more energy. So cook it. Don't be lazy. Mhm. Du bist Koch, mein Freund. Du bist Koch. Du kannst auch was tun. Anstatt mir nur alle möglichen Sachen hier zu befehlen. So, was willst du denn? Was will er denn von mir? I think there is something eastward. Im Osten? Or someone. Okay. Too far for me to tell exactly. We should look around the island. Ja, bin ich. No problem. Ich bin Autoverkäufer, ich kann das. Untersuche den Hauptstrand. Im Osten. Lassen Sie mich raten. Habe ich den Fisch eigentlich dabei? Da ist es ja, das angerichtete, mit Zitronen angerichtete Fischlein. Das ist so schön. Aber es ist cool gemacht. Es ist cool gemacht. Ja, okay, das ist der Weststrand. Da müsste... Eben oben. Oben müsste der Oststrand sein. Mal ein bisschen was Futtern einsammeln. Und ganz ehrlich, das ist so wunderschön gemacht, das Spiel. Von der Musik her. Es ist bis jetzt nicht so schwer gewesen, außer natürlich das mit dem Angeln. Das war ein bisschen unglücklich, dass man da sich so viel Zeit lassen muss, dass auch jeder Depp, der eigentlich kein guter Klicker ist, das eigentlich hinkriegen könnte. Man darf hier nicht so schnell vorgehen. Es ist ein Kinderspiel, glaube ich. Aber egal. Sieht gut aus. Hauptstrand. Okay, im Osten. Hier muss irgendwas sein. Im Osten nichts Neues. Oder im Osten gerade was Neues. Bananen. Banana Joe. Banana Joe. Banana Joe. So. Wir essen gleich mal. Okay. Wer ist das denn? Okay, ich muss stark auftreten, wenn ich die junge Dame da sehe. Deswegen futter ich mal ein bisschen was. Wer ist denn das? Water. Someone. Water. Hier ist Salzwasser. Bedien dich. What? The woman from my dream. Was? I'll be back. Wait here. Du kannst ihr auch einfach eine Frucht geben. Das ist auch zum Trinken da. Jetzt muss ich extra eine Wasserflasche suchen. Willst du mich verarschen? Und vor allem, ich war gerade schon hier. Da lag sie nicht. Ich war doch gerade schon da. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ein Hohn. Es ist ein blanker Hohn. Ein blanker Hohn. Kokosnussmilch. Oder Kokosnusswasser ist das ja eher, ne? Weststrand. Wo kriege ich denn jetzt Wasser her, verdammt nochmal? Eine Wasserflasche. Wo kriege ich die jetzt her? Und schon wieder brauche ich Nahrung. Man braucht hier eine Menge Nahrung, fällt mir gerade auf. Ich hoffe, der Fisch wird nicht schlecht. Hey, Kollege, da ist was. I found a woman on the beach. She needs water. Take this bottle, but be careful. Na gut. Natürlich hat der Winnie-Pooh alle Vorräte bei sich, die man so finden kann. Wer hat ihn zum Chef gemacht? Wer hat dich zum Boss gemacht? Aber egal, einer muss es ja tun. Okay, dann haben wir jetzt eine weitere Frau. Aber warum träumen wir von ihr? Das ist die Frau unserer Träume. Unsere Traumfrau. Ich meine, hübsch sieht sie ja aus. Wenn man so bedenkt, so, was so eine Computerspiel-animierte, gezeichnete Comicfrau so hübsch sein kann, ne? Spiel speichert automatisch, finde ich gut. So. Dann würde ich vorschlagen... Gehen wir mal zur Frau, gib mir mal ein bisschen Wasser. Ich weiß gar nicht, wann der überhaupt speichert. Kann man automatisch speichern? Geht das? So wird gespielt. Spiel beenden. Man kann also nur automatisch. Also man muss warten, bis das Spiel speichert. Okay. Man ist ehrlich, die Musik ist super. Echt entspannt. Das Spiel ist echt entspannt, also ganz ehrlich. Nach einem stressvollen Tag kann man hier, glaube ich, richtig schön abschalten. Thank you. My daughter, Steffi. Have you seen a little girl? Jetzt aber Kinder. No. There are other survivors. And I'll take you to the camp. Lass mich raten. Das Spiel beinhaltet sehr viele bekannte Filme und Serien. Castaway mit Tom Hanks. Dann... Wahrscheinlich noch die Serie Lost. Die anderen.
wird wahrscheinlich alles noch kommen. Oh weia. Also, ist aber sehr interessant. Ein storybehaftetes Spiel. Amy, 35 years old. Amy is a freelance artist with a romantic vision of the world. She's also a talented gardener. Ah, das Talent ist besser. Das erste Talent ist so, okay. Aber das zweite Talent, Gärtnerin, ist auch besser. Jetzt kannst du uns zeigen, wie man was anbaut. I'm Amy. Yo, hi Amy. Hallo Amy, hallo Amy, hallo Amy. When the ship started to tumble, we were on the deck. A huge wave washed her away. There were three lifeboats. Fragments of the first two were on the beach. The third one could have been washed up on the other beach. Könnte sein. Natürlich kann das sein. Please, calm down. She must be somewhere on the island. We'll find your daughter. Jawohl, wir werden sie finden. You need to rest. Wir würden dir gerne ein Zelt anbieten, aber das Zelt hier ist grundsätzlich ausgerechnet nur für die Trophäen gedacht. Wir müssen alle draußen schlafen, aber die Trophäen, die werden hier in diesem tollen, super Luxuszelt hier aufbewahrt. Ist so schön. Das ist genial. Okay, Mike, der Indianer, möchte mit mir sprechen. Dann reden wir mal mit ihm. I've made a trap to catch crabs. Yeah! Jetzt können wir Krabben jagen. Es geht nach vorne. Great. I feel like a Boy Scout. Yes. No. You are a grown-up. Ja, stimmt. Das stimmt. Großes Baby würde eher passen. A fishing rod, shovel. It's a boy's dream. Use this trap to catch three crabs for lunch. Drei Krabben. Okay. Take the trap, aim it at the crabs, and throw the trap to catch them. Okay. Don't get too close to the crabs. Boah, ist das cool gemacht. They scurry away. Good luck. Das ist ein geiles Spiel, ganz ehrlich. Thanks. Und ich habe eine Krabbenfalle. Fange Krabben mit der Falle. Halte Abstand, um die Krabben nicht zu verscheuchen. Ziele mit der Falle auf die Krabben, wirf die Falle und sammle die Beute ein. Okay, wir werden es mal probieren. Okay, jetzt können wir Krabben jagen. Die Jagd ist eröffnet. Aber vorher was Leckeres futtern. Aha, guck an. Wie weit können wir gehen? Geil. Alter. Kinderleicht gemacht. Damit kann man Kinder gut beschäftigen. Es ist ein Spiel, absolut, gerade auch zu Corona-Zeiten, wo die Kinder sich oft langweilen. Das Spiel ist echt geeignet. Sag mal so, ab 6 Jahren. Vielleicht sogar schon früher, weil die Kinder sind ja immer reifer heutzutage. Früh reifer. Vom Kopf her. Also ich kann es auf jeden Fall absolut empfehlen. Das macht Spaß, das Spiel. Und ich, der schlechteste Gamer der Welt, komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Das Angeln gerade, naja. Aber so, es macht mir Spaß. Es gibt sogar noch einen zweiten Teil. Geiles Spiel. Okay, wir dürfen nicht so weit gehen. Okay, und der fängt fast immer. Also immer eigentlich. Man darf nur nicht zu nah rangehen. So, wir müssen essen, weil wir sind irgendwie... Aber hier liegt immer Essen rum, das ist ganz gut. Wir essen mal den Fisch. Wir testen mal, wie viel wir davon... Guck mal hier, Alter! Hoho. Wir sind fit. Yeah! Wir haben drei Krabben gefangen. Das Ding wünsche ich mir bei Stranded Deep. Das wäre cool. Ich will nicht fischen. Warum fischt er plötzlich? Here are the crabs. Good. Good. It's easy to grill them. Sprinkle lemon juice on the meat and grill it on schon the wieder fire. Zitronensaft. Was haben die mit Zitronen? When you are done, take it to Nicole. Das sind alles Feinschmecker. Das sind alles Feinschmecker. Die wollen alle die perfekte Note haben. Das ist doch nicht wahr. Sure. Nein, nicht einfach nur so eine krosse Krabbe erstellen zum Hungerstillen. Nein, hier muss alles ordentlich. Ich habe da noch einen kleinen Tipp für euch. Ein bisschen Kokosnusswasser drüber streuen und dann... Ja, ich lasse es mal lieber.
Okay, der will dreimal angerichtete Grillkrabben machen. Wir kochen erstmal eine. Eine haben wir schon mal. Zweimal. Also, ich habe nicht alle Zutaten. Das heißt, ich brauche noch eine Zitrone. Ich brauche noch eine Zitrone. Wo sind die denn, Zitronen? Guck mal, der will mit uns reden. Wir kriegen so viel zu tun hier. Ich würde ja gerne wissen, wann man mal hier... Wann der speichert, würde ich gerne wissen. Wann ist der Radius da zum Speichern? Das würde mich mal sehr interessieren. Erst einmal ein paar Bananen futtern. Aber es, man wird echt gut rangeführt. Entweder ist das, ist das jetzt noch einfach, um am Ende, wenn das Tutorial in Anführungsstrichen vorbei ist, geht es dann erst richtig los. Oder das Spiel ist einfach so. Das stört mich hier. Weg damit. Mach das Fenster zu. Also. Okay, wir können auf jeden Fall jetzt überleben. Auf jeden Fall bräuchten wir noch eine Wasseraufbereitung. Irgendwas zum Wasser. The inscription on the sand. I'm not sure, but it may be a group of languages. Okay. John, I don't care about the languages. What does this inscription mean? Ja, dann sag mal was. Something like stones are alive or even stones have ears. And I'm not sure we're alone on the island. Mhm. Let's No. I should talk to Mike first. Fine. Der erinnert mich irgendwie an... Ach. An einen anderen Typen aus einem anderen Videospiel. Wie heißt der noch? Ich komme nicht drauf. Hat so ein typisches Doktorengesicht. John found strange symbols on the ground, not far from our camp. I doubt one of the castaways had anything to do with it. What do these symbols mean? Stones are alive, or even stones have ears. Something like that. I haven't told anyone. Maybe we should. Ich finde auch die Synchronstimmen sind auch cool gemacht. So Englisch, aber ich finde das schön, dass da auch die deutschen Texte unten drunter stehen. Finde ich schon sehr, sehr cool gemacht. No. I have another suggestion. Amy said that she heard her daughter's voice coming from the north. Okay, dann muss die Tochter aber eine sehr große, starke Sirenenstimme haben. Das macht mir Angst, wenn die das irgendwie hört. Von hier aus... Oh weia. Wollen wir eine weitere Sirene hier haben? Wollen wir taub werden? Wollen wir schlaflose Nächte haben? Wollen wir sie finden deswegen? Natürlich wollen wir. If there's anyone else on the island, he must be there. It sounds like we need to check it out. But how can we cross the river? Mit einer Brücke. We need a raft. Four logs will be enough to build okay. it. I'll get them. Hab ich vielleicht schon, oder? And I'll look for a good spot to cross the river. Find me when you get enough logs. Okay, ich hab sie schon gehabt. Das heißt, ich kann jetzt schon... Boah, ist das ein geiles Spiel. Ist das ein cooles, cooles Spiel. Warum buddelst du schon? So, was willst du denn von mir? So, you're the chief here. Want to add something to the menu? No. Okay. Okay, wo ist denn der Winnie Pooh? Du fauler Nichtsnutz. Gib mir das Jojo, ich will's haben. Es gibt Spiele. Da kann man mit einem Jojo auch, das kann man es auch als Waffe einsetzen. Das gibt's auch. Zum Beispiel bei Mystical Ninja für das Super Nintendo damals. Dieses leicht japanisch angerauchte Spiel. Da hat man auch ein Jojo. Konnte man damit dann auch die Gegner tschu, tschu, ne? War cool. So. Okay, this will do. Ask Amy where she heard her daughter's voice coming from. That will make a good starting point. Hättest du das nicht zuerst sagen können? Okay. Wo ist denn Amy? Wo ist die Karte vor allem? Okay, ich muss noch eine Zitrone haben fürs Essen. Okay.
Wo war der Zitronenbaum? Wo war der Zitronenbaum? Der war hier irgendwo, oder? Da oben irgendwo. Da ist eine Zitrone. Gut, dann machen wir erstmal das Essen fertig. Halleluja. Oh, Krabs. Thank you. Bitteschön. Hey, Amy. Süße. Mike said you heard Steffi's voice. Where could she be? I think the voice came from the river. Northeast from the camp. Nordöstlich, okay. Northeast. Okay. Don't worry. We'll find her. Don't worry, be happy. Da 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 da. Tom, the island is full of fruit. We can make something delicious. Mhm, schön angereichertes Essen. Mhm. Salad, for example. Oh ja, mit viel Sherry und alles. Ja, lass mal das. Do you think it would be tasty? Die sind bestimmt nicht mit einfach nur ein paar Früchten zusammengemischt zufrieden. Die wollen bestimmt noch irgendwie was Delikates drumherum haben. Die Feinschmecker hier überall. And how? Das ist so schön. Will you make three salads? Three crabs and salad will give us. Dreimal Krabben und Obstsalat, natürlich. Diese Feinschmecker, diese alten Feinschmecker. Okay, alles klar. Obstsalat. Das ist genau das Essen, was man auf einer Insel zum Überleben unbedingt braucht. Ich meine, klar. Man muss ein bisschen Abwechslung haben. Ich brauche Nahrung. Ich denke mal, wir müssen erstmal die Tochter finden, ne? Bevor wir uns jetzt hier an andere Dinge ranmachen. Aber cooles Spiel. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Finde Steffi. Aber ich hab doch... Ich muss doch mit dir reden, oder nicht? Tja, unglaublich. Muss ich jetzt selber dahin gehen, ohne Floß? Okay, ich gehe mal hier lang. Hauptstrand. Ah, guck mal da. Was hast du denn da gefunden? Der findet hier plötzlich irgendwelche Dinge, die vorher noch nie da waren. Das macht mich irgendwie stutzig. Was hast du denn da Schönes? Tom! Tom! Look! What's that? A doll? Das ist nicht die Tochter. Definitiv nicht. Es sei denn, die Gute hatte ein Verhältnis mit... Naja, lass mal das. It's not a doll. That's fantastic. Mhm. Mhm. It's a sacred statue of Osin. Ich glaube, ich nenne ihn einfach Bernhard. Bernhard aus Manic Mansion. Der ältere Bernhard. She is the goddess of magical and medicinal plants. These statues typically make up part of the temple for all the gods. There may be more statues, Tom. If only I could find them, I'd be the happiest man in the world. This is an incredible finding. How did you find it? It was in the bushes. Einfach so. Einfach so im Busch. I think someone left it here. Da ist doch was im Busch. I'm not sure. Tom, can you look for more while I study this one? I don't want to lose it. No problem. Eine heilige Statue. Osanjin-Statue. Osanjin. Okay, es gibt einige Statuen. Woher wissen die Schatten? Okay, wir haben auf jeden Fall 4, 8, 11 Stück. Müssen wir noch finden. Und Bronzepokal. Ja, ich spiele das erste Mal. Das Spiel ist doch, ist alles blind hier. Deshalb alles noch im Rahmen. So, da war eine Höhle. Ich brauche noch eine Fackel, ne? Dann könnte ich vielleicht eventuell... Finde Steffi. Die Karte ist nicht schlecht zu finden. Warte mal, wenn ich jetzt auf die Karte... Ach ja, einfach auf die Lupe gehen. Okay. Da ist John. Da ist Mike. Da ist Nick. Da ist Lagerfeuer. Nicole. Amy.
So. Finde Steffi. Amy muss ich nicht finden. Ich muss mit Mike reden. Ich muss mit Mike Winnie Pooh reden. Und natürlich auch Essen sammeln. Boah, sind die flott. Die kommen bestimmt aus der Familie der Flodders. So flott wie die sind. Alter. Okay, das ist nicht so einfach, wie ich mir das vorstellte. Es gibt also auch Fehlwürfe. Es gibt also auch... Krabbenjäger bin ich, okay. Es gibt auch Fehlwürfe. Coole Falle. Das würde ich mir echt bei Stranded Deep auch wünschen. Das ist eine gute Idee, die Falle. Sehr gute Idee. So. Dreimal Essen muss ich sammeln. Was brauchen wir dafür? Obstsalat. Zwei Äpfel brauchen wir noch. Da können wir uns einen Obstsalat bauen. Zwei Äpfel. Die Äpfel waren oben, glaube ich, irgendwo. Ich würde mal ausprobieren, ins Menü zu gehen. Ob er automatisch speichert. Das will ich mal eben kurz testen. Wenn nicht, dann spielen wir halt an der einen Stelle weiter, wo wir waren. Aber ich möchte nur mal testen, wo der speichert. The Island Castaway. Sehr cool. Wir testen mal, wo wir jetzt... Teil 1, Albtraum. Es gibt also mehrere Teile. Und der hat... hier gespeichert, oder? Der hat hier gespeichert. Na gut, Freunde. Dann machen wir mal hier einen Folgenbreak. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, das Spiel. Und mir Tipps, Tricks, Anregungen, Lob und ja, Kritik könnt ihr auch geben. Aber bitte nett bleiben. Ich bin ja nicht der beste Gamer, der eher so der schlechteste Gamer. Deshalb, ja, gerne mal in die Tasten hauen. Gerne mal einen Daumen nach oben geben. Und ein Abo, damit wir weiter wachsen. Damit ihr weitere schöne Spiele mit mir zusammen genießen könnt. Und ja, ich freue mich drauf. Also, macht's gut, bis nächstes Mal. Und ich denke mal, wir machen aus dem Let's Test ganz schnell ein Let's Play, glaube ich, ne? Also ein weiteres, längeres Spiel. Denn das Spiel, glaube ich, hat's verdient. Es ist ein sehr cooles Spiel. Und ich glaube, wir spielen es weiter. Also, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Dann geht's weiter auf meinem Kanal mit The Island Castaway. Ob wir Tom Hanks finden werden, ich weiß es nicht. Mal sehen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.